Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben heute das Thema Väter und Mütter im Glauben. Im 1. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 11, da heißt es dann, wie ihr ja wisst, dass wir bei euch, und zwar jedem Einzelnen waren vor euch, wie ein Vater seine Kinder ermahnt und auch tröstet und beschworen haben, also ermutigt, gedrängt, positiv angespornt, des Gottes doch würdig zu wandeln, der euch zu seinem Reich und in seine Herrlichkeit beruft. Die Bibel macht hier deutlich, dass Paulus und sein Team in der Gemeinde waren in einer Haltung, wie ein Vater sich um seine Kinder kümmert. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil die Bibel zeigt uns an mehreren Stellen, dass wir gerufen sind, innerhalb der Gemeinde nicht nur zusammen zu sein, sondern auch eine Haltung einzunehmen, Menschen, die im Glauben gewachsen sind, die sich bewährt haben, wie Väter und Mütter, um andere, die neu dazugekommen sind oder die auch in Schwierigkeiten geraten, wie ein Vater und Mutter sich darum zu kümmern. Darum geht es nicht, wer ist jetzt besser, und man könnte das ja auch missverstehen, ja, der will sich aufspielen. Nein, es geht hier um die grundsätzliche Herzenshaltung. Ich möchte mich um andere im Glauben kümmern. Gerade dann, wenn ich stehe, gerade dann, wenn ich im Glauben stark bin und gewachsen bin, dann habe ich viel Potenzial, was ich weitergeben soll. Und die Bibel spricht immer wieder davon, dass wir andere annehmen sollen. Aber nicht nur annehmen, dass wir sie akzeptieren, sondern dass wir uns auch ihrer annehmen. Genauso wie es Paulus hier schreibt, wir haben euch ermahnt. Das heißt, mir fallen da Dinge auf, die gefallen mir nicht und die, denke ich, gehen in die falsche Richtung. Grundlage des Wortes Gottes, in Liebe. Trösten, wenn da eine schwach ist, wenn da jemand gefallen ist. In Liebe Verantwortung übernehmen, zu ermutigen, anzuspornen. Mach weiter, komm, wir schaffen das. Miteinander unterwegs sein. Und Paulus sagt, wir sind darin beständig gewesen. Das heißt nicht so als eine Alltagsfliege und naja, heute habe ich mal Lust und morgen nicht, sondern das war unsere grundsätzliche Haltung. Ihr seid uns wichtig. Ich glaube, wenn ein Elternhaus oder eine Familie normal ist, gibt es sicherlich auch kranke Situationen und kaputte Situationen, aber normal musst du Eltern nicht sagen, liebt ihr eure Kinder. Nein, sie lieben sie und sie nehmen gerne und bereitwillig Verantwortung. Es ist etwas, was aus der Tiefe ihres Herzens kommt. Und diese Haltung sollten wir auch in der Gemeinde haben. Wieder, normal, nicht um sich aufzuspielen, sondern um das umzusetzen und zu leben, wie Gott sich Gemeinde gedacht hat, dass der Starke den Schwachen trägt. Der Starke muss sich deswegen nicht besonders cool vorkommen. Nein, alles ist aus Gnade. Aber diese Haltung zu haben, ihr seid mir kostbar und wichtig und deswegen investiere ich in euch. Und das permanent, nicht wie es mir heute mal geht und morgen mal geht, nein, sondern permanent. Ich erkenne, da ist eine Berufung, etwas weiterzugeben, voranzugehen, ein positives Beispiel zu geben. Das bedeutet aber auch, das gleichzeitig auch zu akzeptieren und nicht immer schlecht zu reden und zu sagen, ja, was geht dich doch gar nichts an. Nein, wir haben Einheit in der Gemeinde und die Bibel sagt, diese Einheit ist geschenkt. Wir aber sollen uns befleißigen, sie zu bewahren. Nicht die Haltung, ich will bekommen und ich will, dass mir mehr dient und ich will dies und jenes und wenn ich es nicht kriege, dann bin ich beleidigt und suche ich mir eine andere Gemeinde. Nein, das sind alles Tendenzen, die die Bibel in dieser Form so nicht kennt und die wir auch nicht dulden sollten, weder bei uns noch bei anderen, sondern die Haltung, Vater im Himmel, mach mich doch selber zu jemandem, der wie ein Vater und wie eine Mutter ist, im Glauben für andere. Ich will helfen, ich will dienen, ich will weitergeben. Warum? Weil mir die anderen wertvoll sind. Es ist die Haltung, wie ein Vater und eine Mutter diese Freude hat zu sehen und zu genießen, wow, das Kind wächst, das Kind übernimmt Verantwortung, sie werden mündig, sie werden stark und wie schön ist es auch, ich bin ja selber Papa, zu sehen, wie man doch stolz sein kann, wenn Kinder Dinge alleine schaffen, wenn sie es hinkriegen, wenn sie es gut machen. Wie war ich stolz, als mein Sohn mit dem Bus alleine fahren konnte und das hingekriegt hat und nach Hause gekommen ist und wieder angekommen ist. Und andere Dinge, wo wir merken, wow,
Sie wachsen, sie werden stark, sie werden widerstandsfähig. Das sollte auch eine Freude innerhalb der Gemeinde sein. Genauso auch die Sorge, wie es Paulus an anderer Stelle sagt, ihr braucht immer noch Milch, ihr solltet schon viel weiter sein. Aber man muss euch immer wieder die Anfänge lernen, nämlich die Sorge, ihr wachst gar nicht, irgendwas stimmt da nicht. Am Glauben geht es irgendwie nicht weiter. Wenn man sagt, ach, ist mir ja egal, was geht mich das an bei den anderen, dann merkt man, dann stimmt etwas nicht in der Haltung des Herzens. Nein, wenn andere stehen bleiben, wenn sie fallen, wenn sie nicht weiterkommen im Glauben, dann sollte uns das bekümmern. Wir erheben uns nicht darüber, aber wir gehen ins Gebet, wir suchen Gott. Mach etwas, Gott, wirke hinein. Und wo kann ich da auch meinen Teil zu beitragen? Und diese Haltung lasst uns doch haben in den Gemeinden, dass wir selber zu Vätern und Mütter werden, um anderen zu dienen und zu helfen. Gott segne euch. Wir sehen uns morgen wieder.